Schalten wir doch einfach mal nach Brüssel, liebe Zuschauer, wo ja seit gestern auch noch der EU-Gipfel stattfindet. Gestern, Marlon Amoyal ist schon zu sehen hinter mir. Guten Morgen, ich grüße Sie. Bis gestern Abend ist da ja auch verhandelt worden über das Klima. Dazu kommen wir noch später. Aber vielleicht zunächst einmal die Frage, ja, wie fallen denn die ersten Reaktionen auf diesen Kantersieg der Tories in London aus? Nun, offiziell noch relativ verhalten. Das mag auch daran liegen, dass gestern hier der EU-Gipfel bis spät in die Nacht ging. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die ein oder anderen Staats- und Regierungschefs und Unterhändler hier beim europäischen Gipfel in Brüssel dann doch auf ihre Handys geschaut haben heute Morgen und sich auch Boris Johnsons Statement eben ganz genau angehört haben. Fakt ist, dass dieser Sieg von Boris Johnson es wahrscheinlicher macht, dass es zu einem Austrittsabkommen kommen wird und dann Großbritannien am 31. Januar aus der Europäischen Union ausscheidet. Aber es wurde ja schon mehrmals gesagt, die wichtige und die kritische Phase beginnt dann nämlich erst, weil man sich dann in dieser Zeit bis Ende 2020 auf ein Freihandelsabkommen verständigen möchte. Und da gibt es eine ganze Menge Hürden. Bei einigen Dingen mag es einfacher sein, aber beispielsweise bei der Frage, wie die Handelsbeziehungen aussehen, da gibt es dann doch noch ganz unterschiedliche Vorstellungen. Bis zum 1. Juli muss dann eigentlich nächstes Jahr klar sein, wie ein solches Freihandelsabkommen aussehen kann, denn dann müsste Großbritannien notfalls auch noch mal diese Übergangsphase verlängern. Also da wird es sicherlich in den nächsten Monaten dann doch auch noch mal heftigen Streit geben. Aber es ist davon auszugehen, dass die Staats- und Regierungschefs, die sich heute Morgen auch noch mal, wenn sie sich hier heute um 10 wieder treffen, auch über das Ergebnis der Wahl in Großbritannien unterhalten werden, dass man von Seiten der Europäischen Union noch einmal betont, dass man an freundschaftlichen und engen Beziehungen mit Großbritannien sehr interessiert ist. Was diese künftigen Beziehungen angeht, dazu haben ja viele in der konservativen Partei klare Vorstellungen. Sie wünschen sich, wir haben eben schon darüber gesprochen, eine Art Singapur an der Themse mit niedrigen Unternehmenssteuern und Sozialstandards. Wie präsent ist denn ja bei Ihnen in Brüssel die Sorge, dass Boris Johnson tatsächlich so eine Steueroase direkt vor der Küste Kontinentaleuropas etablieren könnte? Und da zeigt man sich erst einmal relativ unbeeindruckt. Schon beim letzten Gipfel hat man ja hier bei den europäischen Partnern, bei den Staats- und Regierungschefs zeigen wollen, dass man geeint ist in der Frage, wie man den Brexit gestaltet und vor allen Dingen, wie man gegenüber Großbritannien auftritt. Das wird sich sicherlich auch in den nächsten Monaten so zeigen und das wird auch dabei bleiben. Die Europäische Union, die macht immer wieder klar, dass es im Grunde genommen kein Freihandelsabkommen geben wird mit Sonderkonditionen für Großbritannien. Das heißt, dass man sich auch schon darüber versteht, muss, dass die Standards beispielsweise in der Wirtschaft, die die Europäische Union sich selber gibt, auch für Großbritannien gelten müssen. Da wird man dann ganz genau hingucken, wie dann die Vertragstexte aussehen, die man sich dann im nächsten Jahr vornimmt und die man aushandeln wird. Weil man muss sich auch noch mal vor Augen führen, dass wenn ein Freihandelsabkommen dann nicht zustande kommt in der Form Ende des nächsten Jahres, dann könnte Großbritannien aus quasi von der Klippe fallen und dann würden für Großbritannien nur die WTO-Regeln gelten. Zum jetzigen Zeitpunkt will das niemand so richtig auch wahrhaben, aber das wird auf jeden Fall eine spannende Zeit werden in den kommenden Monaten, wie man sich hier dann zu einem möglichen Deal, einem möglichen Vertrag über die künftigen Beziehungen dann auch zusammensetzen wird und wie dann dieser aussehen wird. Marlon, noch ein kurzes Wort zu den anderen Themen dieses Gipfels. Das ist ja der erste für Ursula von der Leyen als Kommissionschefin und Charles Michel als Ratspräsident. Ein harter Brocken stand da gleich zu Beginn an, nämlich das Ziel der Kommission, das Ursula von der Leyen ja auch vor ein paar Tagen formuliert hat, nämlich bis 2050 klimaneutral zu werden. Da regt sich Widerstand, vor allem aus Osteuropa, von Polen, Ungarn und Tschechien. Ist man sich da gestern Abend noch irgendwie einiger geworden? Man ist sich einiger geworden und ich würde das mal nennen, das ist so eine zweideutige Eindeutigkeit, die hier in den Abschlusserklärungen des Gipfels stehen wird beim Thema Klimaneutralität 2050. Vor allen Dingen aus Tschechien, Ungarn und aus Polen gab es ja Widerstände, was beispielsweise die finanziellen Zusagen angeht und was das alles für die Länder bedeutet, wenn sie zum Beispiel aus der Kohleenergie aussteigen. Im Passus in der Abschlusserklärung findet sich für Polen jetzt drin, dass ein Staat nach wie vor an dem 2050
2030-Ziel nicht festhalten kann, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, bis es dann finanzielle Zusagen geben wird. Die Bundeskanzlerin hat heute Nacht erklärt, dass natürlich man auf Polen schauen wird, aber dass man doch sehr zuversichtlich ist, dass man dann in der zweiten Jahreshälfte 2020 auch die Polen überzeugen kann, dann nämlich, wenn Deutschland auch die EU-Ratspräsidentschaft hat. Und eine zweite Flanke wurde hier aufgemacht, vor allen Dingen von Tschechien. Andrej Babiš, der Premierminister von Tschechien, hat das Thema Atomkraft hier nochmal auf die Agenda gebracht und gesagt, dass für den Energiemix seines Landes das wichtig wird. Auch das findet sich in abgeschwächter Form in den Abschlusserklärungen. Nun muss man auch ehrlich sagen, es geht nicht nur ein quasi Dissens zwischen die Länder Osteuropas und Westeuropas. Frankreich beispielsweise hat ja auch an der Atomenergie ein Interesse. 60% produziert das Land durch Atomkraft. Und trotzdem ist es ein starkes Signal, weil bis auf einen Staat, nämlich Polen, jetzt hier diese Gipfelerklärung so formuliert und gefasst worden sind. 2050 Klimaneutralität für die Europäische Union. Heute steht da noch ein bisschen mehr auf der Agenda. Brexit hatte ich schon gesagt und die Reform der Eurozone. Aber Ursula von der Leyen kann schon durchaus zufrieden sein. Das Ergebnis, was hier jetzt heute Nacht verhandelt worden ist, ist ein starkes Mandat für ihre Zukunft. Und an dem wird sie sich sicherlich auch messen lassen. Denn nichts weniger hat sie versprochen, als dass der Green Deal ihr Markenzeichen für ihre Amtszeit wird. Na, wir werden sehen, Marlon, wie erfolgreich dieser Gipfel für die neue Kommissionschefin werden wird. Egal, um welches Thema es geht, ums Geld geht es jedenfalls auch immer irgendwie. Danke, Marlon, nach Brüssel.